Das bewegt Hessen heute. Main-Tower. Live mit Susan Atwell. Guten Abend, herzlich willkommen an diesem Donnerstag. Schön, dass Sie dabei sind. Entschuldigung, heute Abend. Und wir haben diese Themen hier für Sie. Hilfe in der Not. Die ungewöhnlichen Projekte des Werner Ferdinand. Wenn wir hier in Hessen Kindern in Afrika helfen möchten, dann gibt es viele Wege und vor allem Hilfsorganisationen, an die wir spenden können. Bei der Frage, wem man dann sein Geld geben soll, ist es aber natürlich hilfreich zu wissen, dass möglichst viel davon auch dort ankommt, wo es am dringendsten gebraucht wird. Werner Ferdinand aus Darmstadt, der hat deshalb vor vielen Jahren schon seine eigene Hilfsorganisation gegründet und die hat nur ein einziges Ziel. Kinder glücklich machen, ihnen Hoffnung schenken, eine Zukunft bieten. Und das dank einer Gruppe Hessen. In Benin, in einem Staat in Westafrika, unterstützt Werner Ferdinand mit seinem Förderverein Schulen in Savalou. Alle paar Jahre fährt er nach Benin, jedes Mal ein besonderes Erlebnis. Da standen wir vor der Grundschule und da strömen da plötzlich 300 kleine Kinder und kreischen rum, klatschen, singen. Das gleicht dann alles aus, was man hier dann für einen Aufwand dafür hat. Begonnen hat alles 1981. Damals lernt Werner Ferdinand Claude Bagidi kennen, einen jungen Mann, der zum Elektrotechnikstudium nach Darmstadt kommt. Sie werden Freunde. Einige Jahre später folgt ein gemeinsamer Urlaub mit Freunden in Claudes Heimat Savalou, eine Stadt in Benin. Hier leben rund 11 Millionen Menschen. Auf dieser Reise besuchen sie auch eine Schule während des Deutschunterrichts. Die haben uns dann Fragen gestellt. Also das war ein Empfang, der war einfach rührend. Ne? Also ich habe da auch gefilmt damals und mir kamen beim Filmen die Tränen, wenn ich das gesehen, wo die mit denen unterhalten haben. Und daraus erwuchs das dann. 2001 gründet er zusammen mit seinen Freunden den Förderverein Benin Savalou, der mittlerweile 70 Mitglieder zählt. In diesen Jahren hat der Verein knapp 15 Schulen erbaut oder fertiggestellt. Liebe deutschen Partners, willkommen in CG3 Savalou. Wir, Schüler von CG3 Savalou, bedanken uns bei Ihnen für eure verschiedenen Arbeiten, nämlich die Bauern in der Schule. Alle Mitglieder des Vereins arbeiten ehrenamtlich. Selbst die Reisen nach Afrika werden von den Vorstandsmitgliedern aus eigener Tasche bezahlt, denn jeder Cent soll in die Bildung fließen. Nur 3% der Spendengelder gehen für Verwaltungskosten drauf. Der Rest des Geldes wird direkt nach Benin zu Claude geschickt. Er ist der Vertrauensmann vor Ort. Er ist wirklich da unten der Garant dafür, dass das Geld, was wir runterschicken, auch wirklich hundertprozentig und effektiv umgesetzt wird. Ohne den Claude da unten oder einen gleichwertigen, würde ich lieber den Verein zumachen. Ich wollte nicht riskieren, von irgendwelchen Leuten Geld da runterzuschicken, was verloren geht. Denn das ist das Besondere an dem Verein. Der persönliche Kontakt zu den Schulen vor Ort bleibt erhalten. Alle 4 bis 5 Jahre fahren die Vorstandsmitglieder nach Savalou. Sabine Schwarz war 2016 das erste Mal dort. Ihr liegt eine Sache besonders am Herzen. In Afrika oder in Savalou, die Kinder wollen lernen. Die sind ganz begeistert. Und wir achten auch bei der Förderung oft oder meist drauf, dass ein hoher Mädchenanteil in den Schulen ist, dass auch die Mädchen gefördert werden. Immer wieder müssen Werner Ferdinand und seine Kollegen die Einheimischen aufklären. Denn hier geht es nicht nur um den Bau von Schulen, sondern auch um den Abbau von Klischees. Da unten entsteht ja der Eindruck, als ob die Deutschen im Geld schwimmen würden. Ja? Also ihr habt Geld en masse. Wir versuchen immer wieder zu erklären, dass wir hier mühselig das Geld dafür sammeln müssen, was da runterkommt, damit die das einfach wertschätzen. Werner Ferdinand und Sabine Schwarz freuen sich, dass ihre Hilfe angenommen wird und die Schüler aus Savalou hoffentlich eine bessere Zukunft haben werden. American Football.